Staatlich anerkannt. Richtig, staatlich anerkannt. Bei Vorzeichen des Selben zu unbedingten Gehorsam. So ist es. Autoritäten zu trotzen wird das zentrale Thema in seinem Leben und in seiner Kunst. Aus dem jugendlichen Dagegensein wird eine kritische Auseinandersetzung mit Politik und Gesellschaft. Mit zunehmendem Erfolg wurde es allerdings immer schwieriger, den rebellischen Geist wachzuhalten. Man wollte eben etwas herstellen, wo man im Zuschauerraum genauso sein kann oder wie auch auf der Bühne. Also eben, du kannst den selber auf die Bühne machen. Als das denn wuchs und größer wurde, da war das gar nicht mehr so das, was wir uns vorgestellt haben, warum wir jetzt irgendwie Musiker wurden. Deshalb lehnen die Goldenen Zitronen bis heute alle Angebote großer Plattenfirmen ab und produzieren lieber selbst. Aber es wird immer schwieriger, Protest in eine geeignete Form zu bringen. Auch deshalb macht Josh Kamerun seit fast 10 Jahren neben Musik auch Theater. Die Bühne als letzte Bastion des Widerständigen. Das, was punkig ist, findet ja im Grunde genommen im Mainstream statt. Also der Mainstream versucht eigentlich auch, möglichst schrill oder irgendwie wüst daherzukommen. Das heißt, es wird immer schwieriger. In einer Zeit, in der die Anti-Haltung zum guten Ton gehört, bleibt scheinbar nur der Rückzug zu den Wurzeln. Punk als äußere Form gibt es derzeit nicht. Dafür versucht Josh Kamerun mit Brüchen zu arbeiten, indem er zum Beispiel in seinem neuen Stück einen Laienchor aus hauptberuflichen Lehrern auftreten lässt. Leute, ich sag's nochmal, üben. Nee, ist klar. Jetzt ist natürlich mein Traum in Erfüllung gegangen, endlich mal mit Lehrern zu tun haben und ich bin der Regisseur. Josh Kamerun arbeitet seine ganz persönliche Geschichte auf und trifft damit genau den Zeitgeist. Die erste antiautoritäre Staatsoper lautet der Untertitel des Stücks. Der Protest geht also weiter, wenn auch subtiler. Premiere ist im Kölner Schauspielhaus am 6. März.